Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach einer etwas längeren Winterpause sind wir wieder zurück. Heute aus dem schönen Golfclub Walchsee, wo man auch im Winter Golf spielen kann, solange das kein Schnee liegt. Das ist ein schöner Neunlochplatz. Wir werden jetzt mal die 9 Löcher spielen und schauen, dass wir den Rost vom Winter ein bisschen abschütteln. Das erste Loch gleich ein paar 5. Mit 445 Metern, eigentlich nur geradeaus, bisschen bergauf. Schönes Spiel. Guter Start. Bisschen flach, aber für den ersten Abschlag okay. Wir haben heute Traumbedingungen. Strahlender Sonnenschein. So kann man natürlich im Winter auch gut spielen. Das erste Fairway ist schon mal getroffen. Wir haben noch 164 auf die Fahne. Ziemlich bergauf. Also ein bisschen Gegenwind. Ich glaube, das 5er-Eisen sollte reichen. Ja, der ist rechts. Ja, liegt auf jeden Fall irgendwo. So. Gleich am ersten Loch ein bisschen Probleme. Nehmen wir den Ball. Da hinten ist die Fahne. Ja, muss ich jetzt gleich ein bisschen zaubern. Ja, schaut gut aus. Jawohl, bisschen lang, aber wir haben uns gerettet. Gleich mal einen Birdie-Putt am ersten Loch. Jetzt kein langes Paar 5. Aber trotzdem, es ist Anfang Februar, also kann man nehmen. Okay, wir starten das neue Jahr mit einem Birdie. Ah, schön. Schön, schön, schön. Weiter geht's. Natürlich auch heute wieder die Medaillen-Challenge, also die Stroke-Play-Challenge. Der Platz ist ein paar 36, hat knapp 2800 Meter, also ist nicht der längste, aber im Winter okay. 36, also Paar oder besser, die Goldmedaille. 38 oder besser, die Silbermedaille. Und 40 oder besser noch die Silbermedaille. Es gibt eigentlich keine Ausrede, die Bedingungen sind traumhaft. Also, eins unter Paar nach dem ersten Loch. Loch 2 wieder ein paar 4 mit 333 Metern. Geht zuerst geradeaus und dann rechts den Hügel hinauf. Das heißt, wir werden jetzt da geradeaus mit dem 4er Eisen vorlegen. Der schaut gut aus. Perfekt, Mitte Fairway. Sehr gut. Also wie gesagt, traumhafte Bedingungen, richtig angenehm warm. Kann man fast nicht glauben, dass es Anfang Februar ist. Ich habe jetzt viel trainiert über den Winter, deswegen hoffe ich heute auf ein gutes Ergebnis. Ist schon mal nicht schlecht, mit einem Birdie anzufangen. Paar oder knapp über Paar sollte schon drin sein. Ja, das Fairway gesplittet. Jetzt geht's hier bergauf. Ziemlich enges Grün. Sollte man auf jeden Fall nicht rechts verfehlen, weil dann geht es komplett den Hügel runter. Zur 1 wieder. Ah, herrlich. Schön wieder auf dem Golfplatz zu sein. Ja, 139 noch auf die Fahne. Da wird schon ein 8er Eisen brauchen, glaube ich. Es geht ziemlich bergauf. Die Fahne ist oben auf einem Plateau. Das heißt, es wäre gut, wenn man da oben den Ball platziert. Schaut gut aus. Ich glaube, der ist okay. Bisschen links von der Fahne. Also perfekte Länge. Pin high. Bisschen links von der Fahne. Ein längerer Birdie Putt. Bergauf. Bricht alles ein bisschen so runter. Ah, ist nicht so viel gebrochen.
bisschen zu fest. So, zum Bar. Yes. Wir bleiben bei 1 unter. Weiter geht's. Zum dritten Abschlag gehen wir jetzt ein bisschen bergauf. Da haben wir jetzt gleich eine schöne Aussicht über den Golfplatz. Loch 3, ein kurzes Par 4 mit 300 Metern. Geht es jetzt ziemlich bergab und dann rechts wieder den Hügel hinauf. Das heißt, wieder vorlegen. Ja, 4 Eisen wieder vorlegen. Alles andere bringt nichts. Bisschen rechts. Aber der sollte auf jeden Fall spielbar sein. Puh, jetzt wird es langsam zu heiß. Ja, die Sonne hat schon Kraft jetzt. Und wir haben das dritte Fairway am dritten Loch. Nicht schlecht. Also die Fahne ist jetzt da oben. Das heißt, es wird durch den Höhenunterschied definitiv ein Schläger länger. 106. Drei Viertel Pitching Wedge. Auf jeden Fall genug Schläger nehmen. War nicht ganz sauber. Ja, war zu kurz. Wie ein schwieriges Up and Down. Das wird ein schwieriges Up and Down. Okay. Also hier die Fahne relativ kurz gesteckt. Da unten liegt der Ball. Also hier liegt er. Da müssen wir jetzt rauf. Also nicht so prickelnd das Ganze. Ah, leider ein bisschen zu kurz. Wollte es jetzt zu gefühlvoll machen. Also zum Bar müssen wir jetzt reinchippen. Deswegen die Fahne raus. Schade. Schade, schade. Zum Bogey. Yes. Da kann man sich schon freuen über ein Bogey. Also wieder Level Bar. Schade, es ist einfach blöd gespielt, das Loch. Loch 4. Wieder ein kurzes Bar 4 mit 309 Metern. Und auch ein bisschen bergab. Wieder geradeaus mit dem Hybrid. Dann leicht rechts zum Grün, also Dogleg nach rechts. Easy Swing, komm. Bisschen rechts, aber. Ja, sollte okay sein. Puh, das war mal ein leichter Push. Eigentlich das komplette Gegenteil vom letzten Jahr. Da habe ich alles gepult. Jetzt muss ich mich da mittendrin irgendwo einpendeln. So, der Ball sollte jetzt hier irgendwo liegen. Irgendwo bei der Baumgruppe. Ich sehe jetzt nichts. Ah, der ist durch. Perfekt. Da liegt da. Ein bisschen rechts vom Fairway, aber es gibt eigentlich im Winter kein hohes Gras. Also alles gut. Noch 93 auf die Fahne. Bisschen Gegenwind. Also mit der Sandwich sollte man eigentlich genau zur Fahne. Liegt ein bisschen im Loch der Ball. Bisschen links. Ui, links vom Grün. Nicht gut. Eieiei. Naja. Up and down. Ui, da ist ein Bunker links vom Grün. Hoffe, ich bin jetzt nicht da drin. Naja. Leider ein Bunker.
Ja, Up and Down vom Bunker. Ist eigentlich kein schwerer Bunkerschlag. Sit. Ja, bisschen zu lang, aber war ein guter Schlag. Ein bisschen zu lang, aber für den ersten Bunkerschlag des Jahres kann man nehmen. Viel Sand in den Bunkern, kein zum Spielen. Also den werden wir auf jeden Fall putten. Alles ein bisschen nach links und bergab. Tempo ist wichtig jetzt. Rein. Puh, ein Wahnsinns-Safe. Wir bleiben Level Par. Da haben wir mal der Kugel ausgewichen. Also etwas glücklich weiterhin Level Par. Der zweite Schlag aus 90 Metern, der muss sitzen. Aber nochmal gerettet. Also weiter geht's. Noch auf Goldkurs. Loch 5. Ein Par 5 mit 480 Metern, das schwerste Loch auf dem Platz. Geht auch ziemlich bergauf. Also zu Recht das schwerste Loch auf dem Platz. Zuerst geradeaus, dann muss man nach links vorlegen und dann geht es wieder rechts bergauf zum Grün. Das einzig Gute, das Grün ist relativ groß, also der Schlag sollte kein Problem sein. Also Hybrid wieder, einfach geradeaus. Links der Zaun, das ist alles out of bounds. Da sollte man bestenfalls nicht hin. Der war richtig mies getroffen, aber kerzengerade und rollt. Also alles gut. Ich habe jetzt Angst gehabt vor dem Aus. Man darf einfach nicht zögern, aber ist nochmal gut gegangen. Wir müssen mit dem zweiten sowieso vorlegen, also alles gut. Also wer im Winter Golf spielen will und irgendwo hier in der Nähe ist, ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Richtig fein zum Spielen. Der Platz ist für Winter in richtig gutem Zustand. Vor allem die Grüns für Winter wahnsinnig schnell. Wieder ein Fairway in Regulation. Wie gesagt, man muss jetzt sowieso hier vorlegen. Dann rechts bergauf zum Grün. Also einfach ein Fünfer-Eisen vorpunchen. Oder bladen und sich in Probleme bringen. Eieiei. Da habe ich mich jetzt leider zu wenig konzentriert. Das darf natürlich nicht passieren, aber wir sind noch im Spiel und glaube, ich habe einen Schlag aufs Grün. Schaut nicht so schlecht aus. Naja, also jetzt hier zwischen den Maulwurfshügeln. Da oben ist die Fahne. Schaut nicht so schlecht aus. Einfach aufs Grün bringen. 113 Meter. Voll bergauf. Ja, es wird ein volles Pitching Wedge sein. Bisschen rough. Der Baum sollte auf jeden Fall nicht im Weg sein. Ja, den Baum gestreift. Ach, zu kurz. Eieiei. Da geht's jetzt ordentlich bergauf. Ich glaube, man hört, wie ich leicht aus der Puste bin. Naja, aus dem Winterschlaf erwacht. Also leider ein bisschen zu kurz. Jetzt hier raufspielen. Sollte kein schwerer Chipschlag sein. So. Der Ball liegt ganz gut. Ja, ein bisschen zu lang. Ah, kommt noch zurück. Sehr gut. Aber ein längerer Par-Putt, wie erhofft. Sollte eigentlich ein easy Par werden. Naja, kämpfen. Yes.
das ist mal eine Up-and-Down-Runde. Also weiter levelbar, aber halt mit viel Glück. Also jetzt nochmal ein bisschen bergauf. Dann geht es eigentlich nur noch bergab. Loch 6, Bar 3 mit 133 Metern. Gibt es jetzt einen matten Abschlag. Wir spielen da runter. Schönes Loch. Bisschen schwierig zum Einschätzen. 117 auf die Fahne. Ziemlich bergab. Volle Gap Wedge. Sollte okay sein. Einfach das Grün treffen. Okay, die Matte war jetzt hart. Aber wir sind ja für den Grün. Also die Matte war jetzt ziemlich hart. Die hat mir jetzt fast die Finger gebrochen. Aber der Schlag war okay. Ich glaub ziemlich pin high gepitcht. Und mit Backspin dann ein bisschen zurück. War auf jeden Fall eine kleine Birdie-Chance. Also wie gesagt, hier gepitcht und dann ein bisschen zurück. Aber wir putten auf jeden Fall. So, zum Birdie. Bricht alles ein bisschen nach links und bergauf. Ich glaube, das bricht sogar ziemlich stark. Jetzt habe ich da das Gras hinter dem Ball. Viel zu fest. Gottes Willen. Eieiei, wieder gerettet. Wenn das so weitergeht, alles gut. Also langsam wird es eng mit die Bars. Ich hoffe, die letzten drei Löcher wird es jetzt ein bisschen einfacher. Eine sehr glückliche Runde, muss ich sagen. Jetzt wieder konzentrieren. Loch 7. Sehr kurzes Par 4 mit 260 Metern. Und bergab. Vor dem Grün ist ein Wasserhindernis. Aber links davon ist nichts. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen links anhalten, dass wir links vom Grün bleiben. Ja, der war ein bisschen zu weit links. Aber wie gesagt, da ist nichts. Was sagt der Treffer? Das war übrigens die einzige Änderung im Back dieses Jahr. Vorerst das Dreierholz. Das werde ich euch dann noch zeigen. Passend zu meinen Eisen. Ein Tacomo Dreierholz. Richtig gutes Ding. Super Preis. Sehr zufrieden damit. Also hier ist das Grün. Ich habe jetzt hier weit links hingeschossen. Ja, weit. Und gute 20 Meter links. Also wie gesagt, gute 20 Meter. Aber den Baum ein bisschen im Weg. Das heißt, er muss in die Luft. Das schaut gut aus. Oh, perfekt. Ah, der war richtig gut. Birdie Chance. Also richtig gute Birdie Chance. Zum 1 unter wieder. Wichtiger Putt. Mal ein bisschen einen Puffer auf die letzten zwei Löcher haben. Bricht ein bisschen nach links zum Schluss. Aber ziemlich gerade eigentlich. So, komm. Yes. Ah, 1 unter wieder. Sehr gut. Loch 8. Vorletzte Loch. Bar 3 mit 147 auf die Fahne. Sollte ein 8er Eisen eigentlich okay sein. Na komm, aufs Grün. Ja, rechts. Könnte im Bunker sein. Ah, leider ein bisschen aus der Richtung. Also nicht im Bunker. Ich sehe ihn schon auf dem Grün. Ein bisschen rechts von der Fahne, aber immerhin auf dem Grün. Also Green in Regulation, 2 Putt Par. Dann gehen wir mit 1 unter zum letzten Loch.
Ja, ein langer Batsch. Ist auf keinen Fall ein sicherer Zweibatsch. Geht alles bergab. 13 Meter. Aber voll bergab bricht alles ein bisschen nach links. Irgendwie zum Loch bringen. Komm. Go, 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 go. Jawohl. Guter Leckbad. Zum Schluss geht es ein bisschen bergauf, deswegen hat es ihn gebremst. Aber easy bar. Also nach 8 Löchern 1 unter Par. Das heißt, es reicht ein Bogey für die Goldmedaille. Aber ich will natürlich meine überhaupt erste Runde unter Par spielen. Das wäre natürlich ein mega Highlight gleich zum Anfang des Jahres. Also Nerven bewahren. Es kommt noch ein relativ langes Par 4 mit 390 Metern, aber ziemlich bergab und eigentlich keine Gefahr. Also wie gesagt, das letzte Loch, noch 9, ein Par 4 mit 390 Metern, aber sogar ein bisschen Rückenwind. Das Einzige, was man hier vermeiden sollte, ist die rechte Seite, weil da ist alles aus hinter dem Zaun. Aber sonst haben wir eigentlich Platz. Das heißt, wenn der Ball zu weit links geht, dann ist er auf der 1. Also nur nicht recht. Ja. Der ist wahrscheinlich auf der 1, aber safe und gute Sicht aufs Grün. Also von vorab schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wer es soweit geschafft hat im Video. Ich werde probieren, jetzt wieder jeden Mittwoch ein neues Video rauszubringen, weil die Winterpause war jetzt lang genug. Und heute wäre es ein super Start in die neue Saison mit einer Unterbarrunde. Also Ball gefunden. Und wir haben noch 126 auf die Fahne. Der längste Schläger, was ich mit habe, ist Pitching Wedge. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ein bisschen Rückenwind, Schräglage. Oh, der ist links. Uiuiui. Die Unterbarrunde ist jetzt wieder in Gefahr. Eieiei. Der ist mal komplett nach links weg. Ein schwieriges Up and Down zum Paar. Die Schräglage hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Das trainiert man natürlich im Winter nicht. Immer auf den geraden, Matten. Eieiei. Aber kämpfen. Kämpfen. Also ich sehe ihn schon. Da oben hinter dem großen Baum. Pin high, aber leider komplett links. Also ich glaube, das wird jetzt der schwierigste Schlag heute. Weil es geht alles bergab. Es hängt alles nach unten. Also der schwierigste Schlag zum Abschluss. Den werde ich jetzt probieren, irgendwie reinrollen. Eieiei. Ah. Wieder ein schwieriger Putt. Wieder komplett drüber geschossen, leider. Ich muss jetzt schauen, dass ich das Bogey noch mache. So, sollen wir den jetzt putten oder chippen? Ja, eher chippen. Da ist viel Sand auf dem Grün, aus dem Bunker. Heißt eher chippen. So, komm. Roll. Ja, da geht's jetzt um Gold. Der Putt ist für Gold. Ah, schön, ha? Spannend. Spannend bis zum letzten Putt. Go for Gold. Yes. Also, super Auftakt in das Jahr 2024. Leider das Bogey jetzt am letzten Loch, aber trotzdem Level Par. Ist okay für die letzte Runde, glaube ich. Aber das Wichtigste, wir haben Gold. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.